Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier im Supermarkt Simulator. Ja, wir sind hier wieder in diesem Supermarkt, wo wir die ganze Zeit schon sind, und haben das letzte Mal ihn erweitern können. Deswegen können wir hier auch bald neue Regale hinstellen. Aber mir ist eigentlich aufgefallen, wir haben dieses Regal überhaupt nicht gefüllt. Deswegen kam ich auf die Idee, dass wir, weil das ja immer so schnell leer geht, für jeden Produkt jetzt zwei Regale voll machen. Damit es auch lohnt hier, dass hier Leute mehr Mehl zum Beispiel einkaufen könnten oder so. Das heißt, ich bestelle einfach. Ich fange es an, das alles zu bestellen. Beziehungsweise ich bestelle erstmal das nach, was sowieso leer ist. Hier zum Beispiel. Da kann ich sagen, dass ich das hier rein tue. So. So meine ich das. Es ist zwei Regale voll sind. Das machen wir bei jedem Item. Schwarzer Tee. Genau so. Das ist schon ein bisschen aufgeräumt aussieht. Mehl und Cornflakes machen wir sagen jetzt mal so. Mehl und Cornflakes. Bam, 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 bam. Oh fuck, jetzt hab ich das weggeschmissen, ich bin blöd. Da kam mir noch mal Mehl ein. Muss ich nächstes Mal daran denken, dass ich es hier das nicht direkt wegschmeiße. Oh, kommen noch Öl und Nudeln, das reicht dann. Oder erstmal nur Nudeln, weil die Öl grad, das Öl gerade zu teuer ist. So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir unseren Laden. Und bevor es losgeht, lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Projekt hier gefällt. Und ja, dann let's go. Drücken hier auf Open. Auf unserem neuen Schild. Das Schild ist jetzt irgendwie links und nicht mehr rechts. An die Kasse. Und wir warten auf unseren ersten Kunden. Na guten Tag. Wie haben Sie denn in unserem Supermarkt gefunden? Was brauchen Sie? Sie brauchen schon wieder Mehl. Oh mein Gott. Krasser Kunde. Na dann. Tschüss. Soll ich mal nachgucken? Was mache ich? Ich mache schon mal die Nudeln hier rein. Nicht Nudeln, nicht Nudeln. Öl. So. Nicht die Nudeln. Öl rein. Sie brauchen keine Milch? Okay. Jetzt können wir es holen. Gelfen. Gut so. Fehlt nur das Toast und der Kaffee. Hallo. Oh, zweimal Öl, was ist denn los mit Ihnen? Nächstes Mal bitte im normalen Einkauf. Durst und Kaffee. Warten Sie. Die Überlegung war aber auch, zum Beispiel jetzt hier zu gucken, dass hier wirklich in jedem Regal so eins drin ist, nicht hier so zwei und da nur eins ist, ja. Das ist ja blöd. Packung Käse? Sie wollen kein Brot dazu? Mittlerweile ist Käse ja der Belag für Brot. Warum brauchen Sie kein Brot? Haben Sie wohl noch genug? Okay. Sie auch? Okay. Das akzeptiere ich nicht. Sie sehen so aus, als würden Sie schon zu viel Öl zu sich nehmen. Ah. So, Sie warten kurz. Nudeln sind schon leer. Nudeln sind leer. Nicht an. Sonst denn? Susu muss ich wieder kaufen. Ein bisschen Susu. Ein bisschen Speed kassieren hier. Weil zwei Regale voller Nudeln, jetzt können die trotzdem nicht finden. Tja.
Kacke. Sie kaufen sehr viel Tee und Kaffee ein, okay. Sie wissen, dass es in die. Ich hab. Ach, der Käse ist wirklich leer. Scheiße. Käse. Oh ne, jetzt 21 Uhr, jetzt kann ich eh nichts mehr kaufen. Finde ich alle die Käse nicht mehr. Deswegen wollte ich jetzt die Riga machen, weil die ist zu krass hier alles einkaufen. So, das war's mit unserem Laden heute. Close. Und nun, gucken wir mal, was jetzt noch fehlt. Ich wollte jetzt auf jeden Fall Milch, Eier und Wasser kaufen. Auch noch Milch, Eier und Wasser. Ein bisschen Kaffee, ein bisschen Öl, bisschen Toast. Der Rest passt eigentlich so. Außer vielleicht schwarzer Tee noch dazu. Achso, Licht aus. Strom sparen. So. Die letzten vier Kunden waren einfach die, die keinen Käse gefunden haben. Oder die Nudeln. Der eine hat ja keine Nudeln gefunden. Das war auch scheiße. Egal. Wir machen einfach weiter. Das war es nur, weil wir das noch nicht ganz fertigstellen konnten. Und ja, jetzt kriegen wir es fertig. Hoffentlich. Ein neuer Tag. Mit teurem Käse. Günstigen schwarzen Tee und. Okay. Wenn das teurer geworden ist, kann ich mir teurer setzen. 3,80. Okay, es ist leer, warte mal. Soll ich jetzt was bestellen hier alles? Mensch, DHL, was ist denn los hier? Beziehungsweise, warte mal. Genau. Und die Eier, die wurden ja übelst hier kaputt gemacht. Der schwarze Day. Ja, gepasst. Perfekt. Bisschen Käse, das muss doch mal sein. Jetzt haben wir auch eine gute Auswahl. Das sieht auch nicht mehr so scheiße aus. Die eine Packung Öl hier. Das ist wirklich. Ansonsten, vielleicht noch einmal Kaffee. Immer Nudeln. Kaffee, immer Nudeln. Und einmal Müsli. Das hat perfekt gepasst. So gefällt mir das. Gut, dann starten wir den nächsten Tag. Und mal los hier. Waiting on the next Kunde. Mal wieder. Na, guten Tag. Recht normaler Einkauf. Sie kaufen auch nochmal ein, das finde ich toll. Jetzt bekomme ich sogar normale Kunden. Wie beim letzten Part, aber da ist am Ende dann doch wieder eskaliert mit dem Mehl und so. Öl war das sogar. Oh, die bezahle ich wieder mit dem Huni. So. Käse. Ich kann eigentlich mal die Rechnung dann noch gleich bezahlen. Oh, die müsste ich mal bezahlen. Das kann ich eigentlich noch machen. Ja. Neue Produkte mal kaufen. Dann brauche ich erstmal gut Geld. Hallo. Haben Sie eine Treuekarte? Diesen Spaß haben heute. Ach, guten Tag. Sie brauchen wieder einen guten Einkauf hier nach Ihrer letzten Mission. Wir haben Ihnen immer noch nicht erzählt, was da eigentlich vorgefallen ist. Na gut, Sie wollen es mir auch nicht sagen, weil es ja so geheim ist. Aber in Wirklichkeit sind Sie gar nicht so wichtig. Sind Sie wirklich nicht. Aber danke trotzdem. Och nö, das ist das Karma dafür, dass ich ihn gerade beleidigt habe.
Warten Sie, ich wollte was gucken. Okay, das wollte ich jetzt nachfüllen. So. Ansonsten. Mehl und Soso und Kaffee. Oh Gott. Mehl, Soso und Kaffee. Hallo. Da geht die ganze Soso hin. Hören Sie auf damit. Warten Sie kurz. So. Kaboom. Warum sind Sie der Einzige, der nicht passend bezahlen kann? Warten Sie kurz. Jetzt muss ich hier mal nachschauen hier. Ich vergesse, dass ich hier noch Sachen stehen habe. Mensch, hört auch so viel zu kaufen, das ist ja gar nicht normal. Geht keiner mehr rein. 9 Uhr. Feierabend. Oh je. Ich muss ein bisschen warten hier, bis ich mal fertig bin hier. Ich schiebe mir aber auch ein bisschen den Weg hier. So jetzt aber. Oh, ich wieder mit dem Huni. Warum? Wieso? Das war zu viel. So, jetzt aber hier. Aber wir haben es überlebt. Die haben jetzt diesmal sich, glaube ich, nicht beschwert. Und wir haben ein übelstes Cash gemacht, sehe ich gerade. Junge. Da können wir uns eigentlich schon die nächste Lizenz leisten, beziehungsweise das nächste Regal noch mit dazu. Ich würde sogar eher zuerst das Regal kaufen, damit ich hier nicht direkt die Beschwerde habe. Vielleicht noch einen Kühlschrank dazu. Dann nicht das. Seht ihr? Eine Taktik, zwei Regale vorzustellen, hat gut funktioniert. Ich konnte nachfüllen, ohne dass sie sich beschwert haben. Die einzige Beschwerde war, dass die Kassen irgendwann voll waren. Das ändern wir aber dann bald mit einem Kassierer. Den kriegen wir zwar eh erst ab Level 10, aber das ist voll okay. Wir sind schon Level 9, habe ich gerade gesehen, und es ist nicht mehr weit bis dahin. Milch und schwarzer Kaffee ist teurer geworden. Milch? Eigentlich ist billiger geworden, das Scheiße. 1,90 und Kaffee war es, oder? Ja. Oh, der ist teurer geworden. Das kann man hier nicht wieder bei 10,05 anwählen hier. Oh ja. Ansonsten wollte ich ein Regal kaufen. So ein Regal. Und Nudeln und Milch. Oh je. Yeah. Das sieht gut aus. Allgemein noch Käse und Wasser. Käse und Wasser. Ja, aber der Rest sieht eigentlich noch gut aus. Muss man nicht unbedingt hier was ausgeben. Kann dann zwischendurch noch bestellen. Außer vielleicht schwarzer Tee, sehe ich gerade. Das ist gerade. Der ist zur Hälfte leer. Schwarzer Tee. Und Öl und Toast. Oh komm, da machen wir gleich alles mit. Sieht ansonsten sehr gut aus. Gut, dann beenden wir hiermit diese Folge. Ich hoffe, es hat euch bis dahin gut gefallen. Dieser Part, der weiß mehr nochmal nur kassieren und das ein Regal nur dazu kaufen. Nächstes Mal dann kaufen wir uns die neue Produktlizenz und haben dann hoffentlich dann noch mehr Profi und vielleicht dann sogar den ersten Kassierer. Weil wir sind schon kurz vor Level 10 und es wird auf jeden Fall passieren bald. Ja, dann haut erstmal rein, bleibt gesund, bis dahin und ciao!